Ja, moin zusammen. So, ich habe in den Kommentaren gelesen, einige interessieren sich für das Ding. Jetzt habe ich es auch nicht mehr abgeklebt. Jetzt muss ich natürlich auch Werbesendung einblenden. Ja. Ja. Es ist ein OBD2-Scanner. Also, fangen wir mal von vorne an. 1996 mussten in Amerika sämtliche Fahrzeuge OBD-fähig sein. Für den Abgastest in Kalifornien zum Beispiel. Ne? Onboard-Diagnose, deswegen, das heißt ja unten, ne? OBD. Ab 2000 wurde es in Europa verpflichtend für Benziner und ab 2002 auch für Diesel. Ne? Das kann der. Es hat OBD-2-Scanner. Ne? Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Plus Live-Daten. Man kann einiges damit machen. Ich werde jetzt ein paar Fahrzeuge ablatschen und aus dem Flackern hier rausgehen. Das nervt, aus den Tiermücken drin. Ja. Ja, ich werde mal nach draußen rennen. Ich nehme den Land Rover mit. Den brauche ich jetzt zum Überbrücken. Und werde mal ein paar Fahrzeuge nachschauen, ob es geht. Ne? So, bei Land Rover ist es so grotesk, wie die das gebaut haben. Der Haubenöffner ist hier auf der Beifahrerseite. OBD-Buchse auch Beifahrerseite. Die haben sich ganz doll viel Mühe gegeben beim Umbau von rechts auf links Lenker. Huch. So, mal gucken, was wir da haben. Wie gesagt, mit Licht ist sehr praktisch. Ja. Geht sofort an. Wie gesagt, das Ding hat keine eigenen Batterien. Und mal gucken. Ah, okay. Fehlercodes hat er nicht. Stimmt. Okay. Datensatz. Mal gucken, was er kann. Traditionell sind wir hier auch mit BMW verbunden. Das ist ein BMW-Motor. Das deckt also auch BMW ab. Ja. Oh ja, das ist interessant. Wie gesagt, das ist ein Diesel. So viel erwarte ich da jetzt auch gar nicht. Raildruck, ja, perfekt. Okay, das kann er also. Das klingt doch gut, oder? Also. Für mich klingt's gut. Das ist zumindest schon mal ein Anhaltspunkt, damit man von der Werkstatt nicht vereimert wird. Oder der ADAC ein dummes Zeug erzählt. Passiert in letzter Zeit immer öfter. Ich habe nichts gegen andere Werkstätten. Ne? Nicht verwechseln mit Stutenbissigkeit, wie man so schön sagt. Aber die Kompetenz wird massiv runtergefahren, habe ich so das Gefühl. Wurde ja auch mit Einführung des Mechatronikers, wurden die Kompetenzen wirklich massiv runtergefahren. So, Kommunikationsfehler, klar, ich habe die Zündung ausgemacht. So. Nächstes Auto. So, das hier ist ein Seat Arosa, letzte Serie. Facelift. Keine Ahnung, ob der jetzt anspringt, der steht hier seit 1000 Jahren. Erstmal fluten das Ganze. Ah, da ist er. Okay, OBD-Buchse ist bei dem irgendwo, ist die hier mit drin oder? Ist eine gute Frage, wo die OBD-Buchse ist. Ja, wo ist sie denn? Ach, verdammt. Selbst reingelegt, als ob ich nicht wüsste.
kann sich aus Leben auf. Ja. Okay. Natürlich ist die da. So, wieso hat die jetzt keinen Strom, die gute Buchse? Ja, das Problem, der Wagen ist. Boah, es ist warm hier. Die Dinger sind immer ein bisschen auffällig bezüglich ihrer Diagnosebuchse. Die haben die abgesichert. Mal gucken, ob wir den ans Laufen kriegen. Ja, auf der Diagnosebuchse hat er jetzt keinen Strom. Das ist blöd. Er läuft ganz einwandfrei, hat keine Motorkontrollleuchte an. Funktioniert die Motorkontrollleuchte? Ja, funktioniert. Nur der Gerät hier funktioniert nicht, weil auf der Buchse unten kein Strom ist. Darauf ist das Ding natürlich angewiesen. Das ist auch ein Defekt, also da muss Strom drauf sein. Spannung, Entschuldigung, Spannung. Ja. Versteht jeder, wenn ich sage Strom. Ja, Spannung, ich weiß. Ja, dann lasse ich der hier erstmal erledigt, aber dann lasse ich gleich mal ein bisschen laufen, dass der mal ein bisschen am Leben bleibt. Wir haben ja noch einen davon hier, also von daher ist das kein Problem. Ja, wie man leicht erkennen kann, ist das mein Diesel. Ist zerlegt, aber ich habe die Diagnosestelle gefunden. Ja, Zündung ist an. Ja. Wie gesagt, die andere OBD-Buchse in dem anderen Seat hat wohl offensichtlich irgendwie eine Macke. So, Diagnose. Mal gucken, was er kann. Ist wie gesagt ein Diesel. Viel erwarte ich da jetzt nicht. Muss er aber eigentlich können. Ja. Wie gesagt, OBD ist verpflichtend. Bei Dieseln ab 2002. Ja, ich glaube schon. Klingt gut. Okay, mal gucken, was er kann. Oh ja, das klingt gut. Naja, was soll beim SDI auch großartig an Werten kommen, ne? Drosselklappenposition. Ich gebe mal Gas. Mal gucken, ob er das macht, schon macht. Ja. Sagenhaft. OBD-Anforderungen. Okay, gut. Ja, mehr Sensoren hat das Ding einfach nicht. Das ist nur wirklich ein Ackergaul, ne? Ich guck mal, ob ich ihn ankriege. Glaube ich jetzt nicht. Weil über das Überbrückungskabel kriege ich den kleinen hier nie an. Nein. Nee. Aber er kann's. Definitiv. Den Polo brauche ich nicht messen. Gleiches System. Oh, ein paar habt ihr schon gesehen. Ich musste mal kurz Pause machen. Wir mussten noch weg. Wir haben hier den Polo 9N. Den kennt ihr. Der ist immer noch da. Wie gesagt, keine Lust zu gehabt. Im Licht anmachen hier. Ja, genau. So haben wir den OBD-Stecker. Da haben wir ihn. Der kann OBD. Wie gesagt, ab. So, wie rum haben wir es denn hier?
breit ist oben. Das sollte passen. Ja. Zündung ist an. Ja. Jetzt kann ich das Kondensierding wieder ausmachen. So. Ah ja, Mutterkontrollleuchte ist an. Ich habe auch gerade hier was eingebaut. Die war ja aus, ne? Wir erinnern uns. So. Aber mal gucken. Ja. Ich habe vom AGR-Ventil den Stecker gezogen. Nicht schlecht. Okay, jetzt muss ich zurück, genau, Datensitze, er läuft jetzt nicht, ich hoffe, der springt jetzt einfach mal so an. Läuft gerade geflissentlich gelacht, sagt beschissen. Der Stecker ist runter. Beziehungsweise ich habe ihn runtergenommen, wieder drauf. Das wird wohl irgendwie so eine Art Notlauf sein. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ja, stimmt. 254 Kilometer, das passt. Ist bei der Vorbesitzerin ständig die Motorkontrollleuchte angegangen, weil der Saugradrücksensor kaputt war und lief wie ein Sack Nüsse. Passt soweit. Okay, gehen wir raus. Grafische Items habe ich auch schon gezeigt. Exit. Wie gesagt, ein paar Sachen muss ich mir auch noch rauswühlen. Na, Fehler kurz löschen, mal gucken, was macht. Jetzt läuft er nochmal. Ja, kein Pendeln mehr, kein gar nichts. Okay, das Gerät greift also durchaus ein. Na, Licht wieder ausgemacht. Ja, das Gerät kann durchaus eingreifen, das ist gut. So, jetzt gehe ich mal zurück. Okay. Datensatz. Jetzt kann ich die Scheiße wieder ausmachen.
Ja, läuft super. Ja, das ist. Nee, offensichtlich kann es das Gerät auch. Das ist gut. Den da brauche ich nicht probieren. Der Arosa ist von 97, der hat noch kein OBD. Ja, also wie gesagt, OBD kann das Gerät. OBD2, ne? Das ist abgasrelevante Daten aus dem Motor. Jetzt hat man hier gerade die Veränderung gesehen, dieses Pendeln. Das ist noch der Lauf gewesen vom Abgasrückführungsventil, was ich abgezogen habe. Und wenn der Fehler gelöscht ist, während des laufenden Motors, machen viele Geräte nicht. In dem Fall während des laufenden Motors ging auch der Motorlauf gleich wieder ins Normale über. Also insofern, ja, scheint der Gerät in Ordnung zu sein. Tja, denn. Sehen wir uns gleich wieder. Na, jetzt kommen wir zu einem Fazit. Der Link zu dem Gerät ist in der Videobeschreibung. EOBD-Scanner. Wirklich gute Benutzeroberfläche. Ist eher selten so. Meistens kommen da nur Codes dabei raus. Er spricht es immerhin aus. Ist vielleicht, einer in den Kommentaren hat es auch geschrieben, ist vielleicht sinnvoller das Ganze in Englisch, wenn man in Englisch spricht. Ne? Notfalls hat man die Codierungsnummer auch noch dabei. Ne? Dass er die Fehlercodes auswirft. Ja. Das, ja. Also ich finde es gut. Ne? Fürs zwischendurch mal eben testen vom Motor, kein Ding. Ihr habt es jetzt gerade bei dem Polo gesehen. Ja? Der hat gependelt, weil ich den gestartet habe, während der Stecker von der Abgasrückführung runter war. Der hat versucht, irgendwas einzuregeln. Der war schon wieder drauf. Ja, und ich habe den jetzt praktisch während des laufenden Motors, habe ich den Fehler gelöscht. Zack, lief der wieder normal. Okay. Live-Daten, sehr wichtig. Ne? Ganz wichtig auch immer, wenn man Sollwerte vom Hersteller hat. Kann man in der Werkstatt nachfragen. Ne? Nicht alle sind doof. Ne? Einfach in der Werkstatt, in der Vertragswerkstatt nachfragen, wie sind eigentlich die Sollwerte für dieses und jenes Bauteil. Ne? Luftmassenmesser etc. etc. Wie viel Volt und sowas in der Richtung. Darf eine Lambda-Sonde ziehen und so weiter. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, mich hatte jemand kontaktiert, einer meiner Abonnenten, per WhatsApp. Er hatte ein Problem mit einem Fox. Und da ist das Fatale mit dem Auslesen, das Interpretieren der Daten. Er hatte Fehlzündungen auf allen Zylindern. Fehlzündung, genau. Dann hatte er offensichtlich, was war das noch? Er hatte Fehlzündungen auf allen vier Zylindern. Katalysator, Wirkungsgrad zu gering. Aber noch was. Ich meine, die Lambda-Sonde wird auch mal angezeigt. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt gefragt per WhatsApp, wie sahen die Kerzen aus, die du da ausgebaut hast? Die waren schwarz. Ja, wie sind jetzt die neuen? Schwarz. Ja. Fehlzündungen sagen einem nicht viel. Katalysatorwirkungsgrad, okay. Das sagt schon ein bisschen mehr. Der Fox hat zwei Lambda-Sonden. So. Eine Regelsonde, die merkt, was aus dem Motor rauskommt. Und eine Kontrollsonde hinter dem Katalysator, die sagt, jo, hier hinten kommt nur pure Luft. Übertrieben gesagt. So. Hat man jetzt einen Defekt an der ersten Lambda-Sonde? Ja, Zündaussetzer. Wenn die also, naja, eine Zündaussetzer sind Quatsch. Wenn die Lambda-Sonde so regelt, dass die meint, der Motor würde ständig zu mager laufen, fettet die an, beziehungsweise gibt dem Steuergerät falsche Impulse, fettet so weit an, dass der Motor beziehungsweise die Zündkerzen das nicht mehr vertragen können, nicht mehr zünden können. Ergo Fehlzündung. So. Wenn man Fehlzündungen hat, kommt unverbrannter Kraftstoff zum Katalysator und irgendwann sagt, nicht immer, ne? Irgendwann sagt die rückwärtige Lambda-Sonde, pass mal auf, Kollege, der Katalysator ist kaputt, hier kommt Blödsinn an. Ne?
So, das ist die Interpretation der Fehlermeldung. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, es gibt viele Leute, die bieten an, fahren durch die Gegend und lesen Autos aus und löschen Fehler. Da bist man immer noch nicht schlauer, ne? Wenn das Auto das immer wieder macht, ist das schwierig. Ja, fettlaufende Motoren machen die Katalysatoren kaputt. Ist einfach so. Irgendwann ist es durch. Habe ich auch schon gehabt. Was unterwegs passiert, wir hatten keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen, sind wir durchgefahren und irgendwann kamen die Keramikteile hinten rausgeflogen. Ja, das war richtig teuer. Ja, wie gesagt, wenn ihr das Ding haben wollt, ich verlinke euch das. Das ist ein Video aus der Reihe, außer der Reihe, wisst ihr? Sonntag gibt es das nächste richtige Video. Und ja, wie gesagt, ich werde den Scanner jetzt auch des Öfteren mal testen. Ja, finde ich ganz interessant. Ist auch sehr einfach zu bedienen. Hat kein Akku, keine Batterie, auf die man achten muss. Man steckt rein, zack, ist das Ding da. Wenn das Ding nicht angeht, hat schon die OBD-Buchse ein Problem. Ja, die muss mit Strom versorgt sein. Ja, deswegen ist bei dem einen Arosa hier auch irgendwo ein Problem. Der baugleiche Diesel, den hat er sofort ausgelesen. Kein Ding. Okay, ich werde mal zum Ende kommen. Wir sehen uns Sonntag wieder. Bis dann.